Wo kriege ich eigentlich Rezepte her? Oh, da kann ich was abstauben. Wenn einer verliert. Wow. Ich trainiere noch in der Zeit. Okay, Matt war... Er hat beide verprügelt, vielleicht kann ich gleich beide beklauen. Schlaftabletten, Kartenpaket. Luxus-Toilettenpapier, wie muss ich denn das bringen? Markus. Das ist ja er. Nein. Komm mal her, wo ist jetzt... Das ist Markus. Ich sollte mir das doch bringen, oder? Ja, Markus, ich will... Wie kann ich Ihnen das geben? Ah. So geht's also. Nein, ich verprügel die nicht. Oh, Sachen beschaffen mache ich gerne. Leute verprügeln ist nicht so meins. Oh. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben die mich jetzt erwischt? Ich hatte, glaube ich, verbotene Sachen dabei. Oder haben sie mir die schon weggenommen gehabt? Oh ja, vielleicht finde ich einen. Nachtruhe. Ah. Haben die mein... Nö, ich habe mein Holz noch. Interessant. Ich gehe jetzt mal schlafen. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Das Messer schmeißen wir auch dann mal weg. Nehmen wir lieber die verbotenen Sachen. Holz nehme ich mal lieber mit, das ist nämlich verboten. Den Löffel lasse ich mal hier. Und den Draht. Nein. Okay. Ich hoffe, da meint ein Magazin im Sinne von dem zum Anschauen. Inspiziert. Okay. Nägel, Taschenlampe. Crafting-Spitze. Keine Ahnung. Okay. Das kriegen wir hin. Ich surf schon mal. Ich muss mir auch noch überlegen, wie ich bestimmte Sachen kombiniere. Ich weiß nicht, wo ich die Rezepte herkriege. Beim Frühstück ablenken, dann habe ich auf jeden Fall wieder Geld. Das hier eigentlich. Häftlingsbeute. Ja, ich gehe ja schon zum Frühstück. Ich glaube, ich hole mir mal ein paar Gabeln und versuche da mal durch die Wand zu graben. Vielleicht klappt das. Ich bin doch schon da. Oh, muss ich später machen. Talcumpuder.
Warte mal, ich kann die Gabel als Waffe nehmen? Oh, viel besser. Freizeit. Cameron. Markus, warte mal, wie muss ich die blöde DVD jetzt bringen? Habe ich das schon erledigt? Wahnsinn. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht fällt's dir niemanden auf. Ich will jetzt einfach nur wissen, was da hinten ist. Schauen wir mal noch ein paar Gabeln. Könnte jeder gewesen sein. Halt. Was hast du in der Freizeit gemacht? Hier stinkt's. Hab eine Mauer eingerissen. Hä? Ich geh mal ganz schnell und versuche. Das könnte jeder gewesen sein mit der Mauer. Ich lage hier mal was zwischen, damit ich was mitnehmen kann. Ich gehe ja schon essen. Ich will bloß mal wissen, was das ist mit dieser Häftlingsbeute da hinten. Ja. Ich sollte irgendjemanden schlagen. Nö, sollte ich nicht. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Jetzt brauche ich ein leeres Inventar. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gern so ein vorgefertigtes Inventar wie Minecraft, wo ich einfach nur... immer bloß auf der 1 alles lassen kann oder so. Es geht zwar auch, ich kann es auch mit den Pfeiltasten machen, aber ich... mit den Nummernblöcken, aber... mit Maus geht es irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Fällt das niemandem auf, dass ich deine Mauer eingerissen habe? Oder angerissen habe? Ich weiß, man kann irgendwas bauen, damit man... damit das nicht mehr sieht, dass man die Mauer eingerissen hat. In seiner Zelle, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ganz unauffällig. Oh, warum bin ich denn so auffällig? Ich surf hier nur. Was habe ich denn gemacht? Fuck, ich habe Holz mitgenommen. Nein, ich bin so doof. Ich habe Holz. Nein, 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 nein. Ich gehe auch nicht in den Hof, da werde ich erschossen. Oh. Ich kann nicht zum Hofgang, da werde ich umgebracht. Guck mal, da ist jemand verletzt, geht da lieber hin. Okay, vielleicht kann ich mich gleich wieder... Oh.
Ich will nur zum Hofgang. Au. Ich will doch nur zum scheiß Hofgang, ihr lasst mich aber nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch einfach nur duschen. Ich bin zu auffällig gerade. Okay, vielleicht hat sie es wieder gelegt. Unter 90% ist vielleicht okay. Okay, ich halte mich mal kurz an die Regeln. Sollte ich machen? Ich will wissen, was diese Häftlingsbeute ist. Komm, um zu bleiben, gehen hier nicht mehr weg. Ich finde dieses Lied einfach nur dämlich. It's raining, man. Halleluja. Abendessen. Ich gehe Abendessen, weil ich ein vorschriftsmäßiger Gefangener bin. Ich bin der Erste, der beim Abendessen isst. Ich liebe es, zu Abend zu essen, weil ich so ein vorschriftsmäßiger Gefangener bin. Ich will da gar nicht drüber steigen. Ich bin so ein toller Gefangener. Seht nur, wie toll ich bin. Ich hake alle. Ernst, riech mal, was machen die da unten? Hier fehlen auch welche. Ich bin ganz lieb. Alles gut. Fällt das wirklich niemandem auf, dass ich da eine Mauer eingerissen habe? Die standen direkt davor. Die Wachen sind echt scheiße. Ist das Gefängnisdirektor? Ich bin so ein lieber Typ. Abendfreizeit, ich weiß schon, was ich mache. Ich werde duschen, weil ich so gerne dusche. Kann ich Sachen auch wegwerfen? Haut doch endlich ab. Irgendwer hat bestimmt jemand was Schlimmes vor. Geht lieber den auf den Sack. Das ist Irrsinn, das mit Gabel zu machen. Aber ich glaube, das würde ich, sollte ich mit meiner Zelle dann auch mal machen. Ich darf sie nicht ganz kaputt machen. Stört das niemanden? Ich bin ein ganz normaler Insasse. Geil, ich habe die Mauer zerstört. Mauertrappe. Das war schon. Zweimal eine Mauer und eine Mauertrappe. Abendappell. Mist, ich habe nicht genug. Gabeln, sonst würde ich das gleiche meiner. Ich hätte es nicht gedacht, aber mein Puls rast. Buch, okay. Nein. Handcreme, ja, wenn ich es finde. Wie geht's uns? Intelligenz ist natürlich ganz hoch. Gute Fortschritte, ja, das habe ich gesehen. Ich habe eine Mauerattrappe gefunden.
Ah, schade, unsere Karaoke-Anlage ist kaputt. Kaviar. Okay. Wie viel? 3 Gabeln, das sind aber zu wenig. Ja, wir schlafen erstmal. Ich hab nichts Verbotenes drin, oder? Nee. Buch, soll ich Buch nicht abgeben? Redford. Da gibt's auch Häftlingsbeute. Ich muss nur Redford finden. Danke. Nein. Ich verprügel keine Wachen. Da bin ich zu schwach für. Ich könnte es wahrscheinlich, aber... Ah ja, okay. Ich brauche ganz viele Gabeln in meiner Bude. Whirlpool, ey, das klingt auch gar nicht schlecht. Boah, ich will kein Kaviar essen. Ja. Das lasse ich mal hier. Konnte ich nicht was... Genau. Naturschwamm. Ich will die Essenssachen eigentlich mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe nicht genug Platz. Kann ich die Sachen auch auf den Boden legen? Nagelpflegeset. Ja. Ach so, ja, ich muss ja essen. Richtig. Hoppla. Gehe ja schon. Ja, jede Wache, die mich sieht. Freizeit. Kann ich eine Sache auf den Boden legen? So, das kann man machen. Damit die nämlich nicht sehen, was ich hier tue. Das muss ich dann aber natürlich wegnehmen. Wird jemand verprügelt, ist aber auch egal. Dass sie das nicht auffällig finden. Nehmen wir es lieber so. Hoffentlich fällt das nicht auf. So kriege ich wenigstens mein Inventar ein bisschen leerer. Wahrscheinlich kriege ich gleich eh Ärger. Ich muss dann noch ein paar Gabeln organisieren, auf jeden Fall. Und ich muss auch gleich zu meiner Arbeit. Ne, zum Mittagessen. Eine haben wir noch. Vielleicht reicht die ja. Ich glaube es aber nicht. Nehmt aber 15%, wahrscheinlich brauche ich was deutlich effektiveres. Ich habe auch noch einen im Inventar.
Oh, ich bin schon ein bisschen auffällig. Ja, ich gehe gleich zu meinem Job. Alles gut, ich mache nur meinen Job. Ich will nur meinen Job machen. Halt, hier ist nicht mein Job. Ich gehe ja schon. Ich hätte was essen sollen, ich Trottel. Ich habe das Essen ja nicht umsonst. Mich wundert auch, dass so Sachen wie Draht hier erlaubt. Nein! Verdammt, sie haben uns entdeckt. Mach schneller, Knopf, weil ich bin im Einzelhaft, du Idiot. Das war natürlich dämlich. Ich hätte das fertig machen sollen. Ja, ich glaube, die haben jetzt meine Sachen jetzt alle weggeräumt. Das ist noch da. Scheibenkleister. Ja. Ich hätte es fertig machen müssen, das war einfach nur dämlich von mir. Scheiß, braucht kein Mensch. Zahnseide. Ich sollte mal versuchen, ein paar Sachen zu kombinieren, fällt mir gerade so ein. Aber es muss doch irgendwo ein paar Fächer. Hat keiner gesehen. Klebeband, ey. Ich sollte vielleicht aber am Appell sein, damit ich weiß, wer wessen. Ja. Ich komme doch schon. Was muss ich eigentlich alles machen? Muffin, Teddybär, Magazin, Handcreme, Buch. Habe ich alles nicht. Herstellen. Na toll. Muss wissen, wie ich. Wo könnte ich diese Rezepte herkriegen? Ein Holzknüppel, na toll. Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, an diese Infos zu kommen, wie ich was bauen kann. Ich kann das doch nicht einfach so. Irgendwo muss es doch Infos geben. Ehrlich gesagt, einen Holzknüppel mag ich gar nicht verwenden. Das macht mir nur Sorgen, das weiß ich jetzt schon. Ich habe doch hier irgendwo so ein Fenster gesehen. Ich dachte, das ist da. Stellenangebote, nee. Ist ja auch noch. Wo kriege ich die? Oh, das kann man immer gebrauchen. Wie habe ich das jetzt fallen gelassen? Ich muss wissen, wie ich das. Nägel sind hier erlaubt, das ist. Ich muss irgendwie rausfinden. Wie ich an Rezepte komme. Wie könnte ich an Rezepte kommen? Wartet mal. Rezepte. Kumpeltrick, stehende Detektoren, Gegenstände lagern, Gegenstände kaufen, Waffen und Kleidung. Herstellung. Miteinander verbindet am besten Waffen und Werkzeuge, die zur Flucht benötigt, können hergestellt werden.
Bauern dein Gebiet verraten, die nichts Ding brauchst. Die Notizen landen in deinem Tagebuch, damit sie später. Ach, vielleicht sind das die Sachen, die ich kaufen kann. Ich muss wissen, wie ich bestimmte Sachen einfach hinkriege. Ich muss mein Geld ja auch irgendwie einsetzen. Also für irgendwas Nützliches, sagen wir es mal so. Ja, da verdiene ich mir mein Mittagessen jetzt aber. Da gibt es gleich jemanden, der mir Bauanleitung verkauft. Ich muss mal mit die Augen offen halten. Ist natürlich besser, wenn man die schon kennt. Folie. Stimmt was ganz Tolles, aber damit kann ich leider nichts anfangen aktuell. Ein Auftragskiller, sehr interessant. Wäschereiservice, okay. Glasschwitter, Glasgewand, für 30 Intelligenz. Ah, okay. Sehr gut. Habe ich die. Noch aktiv, okay. Jetzt. Oh, toll, die kann ich mir aufheben. Fürs nächste Mal. Ist ja auch lustig. Man könnte auch eine Wärteruniform hier rausschmuggeln, oder? Würde ich mal sagen. Ich stelle mich wahrscheinlich wieder letzter Honk an, aber andererseits... Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal, müsste mir nachsehen. Ich mache hier nur die Kleidung sauber. Alles gut, Officer. Vor allem hätte ich es eigentlich schaffen können. Ich hätte nur so schlau sein sollen, Sachen zu essen. Ich hätte was essen sollen und dann hätte ich die Attrappe dahin schmeißen sollen. Und mit dieser Wächterkleidung kann ich vor allem nicht rausgehen. So, sind die Sachen jetzt wieder da? Ne, die sind weg leider. Wo gibt es hier noch sowas, was ich plündern kann? Vielleicht sollte ich mal in einem fremden Ding anfangen zu graben. Irgendwo muss es noch welche geben. Einfach mal in einer fremden Mauer zertrümmern. Vielleicht kriegt er dann den Ärger. Ich will nur das Zeug, was dahinter ist. Soll der doch einzelhaft dafür gehen? Mal sehen, was der so hat. Ah, okay, so geht's. Scheiß auf Duschen.
Bruder, wo er Luder und jeden Tag im Öl. Mein Vater und mein Bruder sind auch schon in der Hölle. Mein Opa war sein Lebtag nur im Häfen drin. Ich knack grad am Automaten, weil ich ein starker Rocher bin. Ich kitzel, was ich kriegen kann und ich will grad springen. Da hör ich die Sirenen, des alte Lieder singen. Auf meiner Pritschen und dressier ein Assel und denk an uns.